Damit hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend hier bei SimSports TV. Ja, ich bin Dennis Reul, das wisst ihr ja schon, ich drehe mal gerade noch die Musik ein Ticken leiser. Und ja, wir sind hier heute bei Virtual Sim Racing, ja, beim dritten und vierten Lauf, beziehungsweise beim zweiten Lauf sind wir derer Sommermeisterschaft und dementsprechend beim dritten und vierten Rennen. Diesmal sind wir unterwegs in Spa-Francorchamps. Die Strecke sollte man, denke ich mal, kennen. Muss man, glaube ich, nicht viel zu erwähnen. Und ja, wir sind unterwegs mit den TCR-Autos, ja, die auch unterwegs sind in der WTCR, also in der Weltmeisterschaft, in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Und das Ganze hier, wie gesagt, ein ja, Summer Cup der VSR Truppe. Wir waren beim letzten Mal unterwegs am Norrisring. Dort gab es Lauf 1 und Lauf 2 zu sehen. Und bevor wir aber mal auf die Tabelle schauen, ja, nochmal ein kleines bisschen Information für diejenigen, die den Sommercup Einstand verpasst haben. Also wir fahren hier, wie schon eben angesprochen, mit den TCR-Fahrzeugen aus dem Jahre 2018. Unter anderem haben wir da den Hyundai i30N, die Alfa Romeo Giulietta, den Astra unterscheiden sich ja schon noch. Astra TCR-Variante, Honda Civic Type R und unter anderem auch den Golf GTI TCR. Also einige Fahrzeuge, die hier auch heute natürlich vertreten sind. Wir haben ja leider auch ein Team verloren, aber das soll halt passieren. Ihr werdet ja gleich sehen, was da los ist. Ich habe jetzt auch meinen Spotter-Guide hier quasi auf Papier in der Hand. Ja, im Vergleich zum letzten Mal, also schon mal eine Steigerung. Und bei dem einen oder anderen Team ist auch noch ein Fahrer dazugestoßen. Also wir haben nicht nur Fahrer verloren, nein, sondern wir haben natürlich auch Fahrer dazu gewonnen. Und ja, wenn wir mal auf die ja, Eckdaten schauen, dann sieht das Ganze so aus. Gefahren wird mit 60% Schaden, 100% Spritverbrauch und Reifenverschleiß. Ist natürlich logisch, alles andere würde keinen Sinn ergeben. Gestartet wird mit kalten Reifen, also keine Heizdecken. Und die Setup-Arbeiten sind dementsprechend auch nochmal eingeschränkt. Und so, gerade hatte ich nämlich noch das Problem, dass die Strecke nicht funktionierte. Jetzt funktioniert alles, darum wurde nochmal gerade gefragt. Ich muss auch noch, da ich jetzt hier auf einem neuen Rechner unterwegs bin, also nicht wundern, da sind auch noch die Teamspeak-Sounds im Hintergrund eventuell zu hören. Das muss ich natürlich noch einstellen und kommt alles mit der Zukunft. So, zurück hier zu der Übersicht. Also wir werden zwei Rennen fahren. Um 19:30 Uhr gleich startet die Qualifikation. Die geht 15 Minuten. Dann geht es in das erste Rennen, welches 20 Minuten geht. Also relativ kurz und knackig. Und dann geht es mit einer umgekehrten Reihenfolge der Top 15, entsprechend der Zieldurchfahrt, in das zweite Rennen, welches dann 40 Minuten geht, also da ein bisschen länger. So viel also dazu. Und der ein oder andere Platz müsste da auch noch frei sein. Da könnt ihr dann natürlich auch mal vorbeischauen, wenn ihr Interesse habt. Noch eine Sache in Sache VSR, also Virtual Sim Racing. Das kann ich euch soweit schon mal erzählen. Es ist was geplant in Assetto Corsa Competizione. Da haben die Jungs sich gedacht, okay, wir wollen dort ein Event machen. Das Ganze kann ich euch auch jeden Augenblick mal zeigen. Das sieht dann quasi folgendermaßen aus. Jetzt muss ich das noch vergrößern, sonst seht ihr nämlich nichts. Das sieht dann folgendermaßen aus. VSR meets Assetto Corsa Competizione. Ja, die Jungs machen am 29. Mai, gar nicht mal am 29. Mai, der ist ja schon gewesen. Die Jungs haben sich gedacht, nach dem 29. Mai, wo das Spiel jetzt veröffentlicht wurde und ein bisschen Zeit vergangen ist, kann man mal ein Event starten. Da wird ein 90-minütiges Rennen in Silverstone gefahren, natürlich mit den ja, GT3-Autos, die so im Spiel vertreten sind.
Das Rennen geht, wie gesagt, 90 Minuten mit Qualifying und allem drum und dran. Es gibt auch ein Regelwerk und sicherlich auch einen Termin, den ich jetzt gerade auf dem ersten Blick noch nicht sehe, wenn ich jetzt mal hier schaue. Nein, den sehe ich gerade nicht, aber da könnt ihr gerne mal selber das Ganze auschecken. Am 25.07. ist das, also in genau 10 Tagen ist das Ganze. Geht einfach mal auf die Virtual Sim Racing Seite der VSR Community, also vsr-community.de, und dort solltet ihr dann jegliche Informationen finden. Des Weiteren müssen wir mal schauen, da habe ich noch eine Info, da kann ich schon mal was anteasern, hat was mit der WTCR zu tun 2019 und Race Room. Da werden wir aber sicherlich gleich noch mal was zu sagen, vielleicht auch noch was zu hören. Ansonsten, ja, soll es das erstmal gewesen sein. Wir starten gleich mit der Qualifikation. Diese geht, wie schon angesprochen, 15 Minuten. Ich hoffe, man hört die Musik so ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Schauen wir doch mal eben auf den Tabellenstand. Das können wir doch mal eben machen. Den kann ich euch leider nicht einblenden, weil er jetzt aktuell noch nicht grafisch umgesetzt ist. Das wird aber noch gemacht. Das machen die VSR-Jungs. Da habe ich schon Rücksprache gehalten. Und da gehen wir doch mal durch. Also, Jano Koch, der konnte 30 und 25 Punkte mitnehmen. Also hat er gut abkassiert. 55 Punkte aktuell in der Wertung. Damit, ja, Spitzenreiter. Und dahinter haben wir sofort Julian Merz mit 46. Es ist natürlich jetzt noch überhaupt nichts gesagt in Sachen Meisterschaft. Torben Preschke auf der 3 mit 36 Punkten. Marian Kunz mit 30 Punkten dann auf der 4. Pascal Engelbart. Wobei ich glaube gerade, ich bin mir nicht sicher, dass die, ich hoffe, dass die Tabelle stimmt. Ruben Giebfried 22 Punkte, Sebastian Kovacic 21 Punkte, Timo Merz 18 Punkte auf der 8, Maximilian Neitz 16 Punkte, Fabian Winkler 16 Punkte ebenfalls, also die teilen sich den Platz. Ich glaube auch, dass ich die falsche Tabelle habe, aber das ist die, die mit dem Server verbunden ist. Ansonsten kann ich da jetzt leider nichts zu sagen, aber ich denke, die ist falsch. Ja, das glaube ich auch. Passt von den Fahrernamen nicht. Ist nicht schlimm, dann haben wir zwar einen Punktestand, der nicht ganz stimmt, aber immerhin haben wir da einen. Gut, wir haben noch 7 Minuten. Gute 7 Minuten. Ich schaue gerade mal. Was ist hier los? Hier fehlen sogar noch Skins. Wir haben ja auch noch das ein oder andere Fahrzeug dazu bekommen. Deswegen schaue ich gerade, ob mein Spotter Guide da so aktuell ist. Das sieht ganz gut aus. Wunderbar. Ja, der ein oder andere hat mich auch darauf aufmerksam gemacht in Sachen Fahrernamen oder Nachnamen. Da wurde ich schon ein bisschen korrigiert. Und ja, ich versuche natürlich, mich daran so ein bisschen zu halten, sofern ich das schaffe. Gehen wir schon mal auf die Strecke, dann hören wir jetzt gleich auch mal was. So, das sollte man jetzt auch hören. Ich hoffe, Sound und so weiter passt. Wie gesagt, ich habe ein komplett neues System, komplett neuen Rechner. Ist jetzt quasi das erste Mal überhaupt, dass ich mit dem Rechner hier live bin, eine Übertragung habe. Von daher hoffe ich, dass alles richtig konfiguriert ist. Ich denke, ihr selber kennt das neue System und man hat eigentlich gefühlt alles gemacht und man ist auch gerade wieder so, dass alle Programme da sind, alle Einstellungen wieder richtig sind, aber an jeder Ecke, an jedem Ende fällt einem auf, da ist doch noch was anders und das habe ich auch noch anders eingestellt und hier, das muss ich vielleicht nochmal anpassen, ein bisschen bearbeiten. Das war auch anders auf meinem vorherigen System. Also ich hoffe, man kann es mir verzeihen, wenn da die eine oder andere Einstellung nicht korrekt ist. So, eine Meisterschaftstabelle habe ich doch tatsächlich gerade noch nachgereicht bekommen. Das heißt, wir können da jetzt sogar die richtige Tabelle aufrufen. Das ist doch schön, das freut mich auf jeden Fall. So, hier haben wir das. Jano Koch vor Julian Merz, 48 Punkte hat Jano Koch, 8 Punkte Vorsprung also. Und Julian Merz, Alexander Merz direkt, ja, punktgleich, beide 40 Punkte. Josef Klock, 32, Alexei Sebola mit 28 Punkten auf der 6. Auf der 7 haben wir dann Robin Hugentobler mit 25, gefolgt von Harry Manson mit 18 Punkten, René Sievert dann dahinter auf der 9 und auf der 10 haben wir Maximilian Neitz. Ich weiß, man hat mich ja schon darauf aufmerksam gemacht bezüglich der Namen, aber ja, ich habe es gerade in dem Moment nochmal, sagen wir netterweise mal, verschlafen,
da nochmal drauf zu schauen. Also nehmt es mir nicht allzu übel, wenn die Namen da noch nicht hundertprozentig passen. Felix Hufer, der macht da gerade mal einen Abgang. Das ist oben, ja, die Camel Straight, Anfahrt Camel Straight quasi. Kann passieren, wir sind noch im Training, also nicht wundern, die Qualifikation ist noch nicht gestartet. Und dementsprechend geht das noch in Ordnung. Ich bin gespannt, was uns diese Strecke hier bietet. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die Rennen, gerade das zweite Rennen, das 40-Minuten-Rennen, ein bisschen schläfrig wird. Ja, aufgrund der Streckencharakteristik so ein bisschen. Ich meine, klar, Spa-Francorchamps ist eine schöne Strecke. Wir haben hier schöne Fahrzeuge, also eine schöne Modifikation und auch eigentlich ein Fahrerfeld, was eng beisammen ist, aber es ist durchaus möglich, dass es aufgrund der Streckenlänge einfach sich das Feld ziemlich weit auseinanderzieht. Das wollen wir nicht hoffen. Also wir hoffen das Beste. Wir drücken die Daumen, dass das alles wunderbar wird. Und da mache ich mir eigentlich im Großen und Ganzen keine Gedanken drum. So, ich schaue gerade, der Server füllt sich. Ihr seht es, also wir haben ja noch ein bisschen. Ich hoffe, dass da gleich noch ein paar mehr Fahrer dazu stoßen. Beim Saisonauftakt hatten wir fast ein komplett volles Fahrerfeld. Das wäre schön, wenn wir das am heutigen Abend quasi wiederholen könnten, gerade auf dieser Strecke hier in Spa. Also ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite verspreche ich mir sehr viel, gerade aus den Windschattenduellen mit diesen Fahrzeugen. Unglaublich gut auf jeden Fall. Also die machen Windschattenduelle, da staunt man ehrlich gesagt nicht schlecht. Und die Strecke gibt es ja auch so ein bisschen her, von daher hoffen wir mal, dass da gleich noch ein paar Fahrer dazu stoßen. Wir sind hier gerade bei Harry Manson. Dem schauen wir gerade zu in seiner Trainingssession. Ihr könnt auch natürlich gerne oben links die Zeiten einfach mal im Auge behalten, denn das wird gleich sicherlich recht interessant werden für die Qualifikation. Ja, wir fahren hier ungefähr 2,30er Zeiten, beziehungsweise 27, 28er Zeiten. Kommt natürlich ganz darauf an, wen wir da haben am Steuer. Alexander Merz haben wir hier im Bild in seinem Opel Astra TCR. Ganz schlichtes Design. So, jetzt sind auch noch mal ein paar vom Server runtergegangen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir gleich noch ein paar mehr bekommen. In 2 Minuten geht es ja auch erst richtig los mit der Qualifikation. 15 Minuten lang Zeit, eine, ja, hoffentlich schnelle und persönlich beste Runde hinzulegen. Das werden wir ja dann sehen. Aber so jetzt erstmal die Trainingssession. Da einfach noch ein bisschen fahren, sich nochmal einfahren. Vielleicht hier und da nochmal etwas, ja, die Linie anpassen, die Bremspunkte anpassen oder vielleicht doch nochmal ein bisschen in den Möglichkeiten des Setups was verändern, die ja nur beschränkt sind. Also das nochmal erwähnt. Die Setup-Arbeit ist hier stark beschränkt. So, ich glaube, der Server wurde einmal jetzt neu gestartet. Ja, sieht ganz danach aus. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal hier zurück in unsere Übersicht. Also Server wurde da jetzt nochmal neu gestartet. Schalten wir doch nochmal ein bisschen Hintergrundmusik dazu und warten dann, dass es gleich losgeht mit der Qualifikation. Ich verlasse in der Zeit dann auch mal den Server. Also nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache, ist jetzt in meiner Formulierung nicht ganz korrekt, aber in Sachen VSR, also Virtual Sim Racing, da öffne ich euch jetzt gerade nochmal die Grafik, dass ihr wisst, wovon ich rede. So, jetzt muss ich die nochmal eben wieder an die Größe anpassen. Zack. So, da haben wir das. Also, die Infos für heute Abend nochmal, beziehungsweise für die generelle Saison, den generellen Cup, den Sommercup, nochmal zusammengefasst, währenddessen ich auf den Server wieder drauf komme. Also, wir fahren hier 2 Rennen pro Renntag, also 2 Läufe pro Renntag ist, glaube ich, die korrekte Variante. Dort starten wir dann mit der 15-minütigen Qualifikation für das erste Rennen, das dann 20 Minuten geht, und dann geht es in das zweite Rennen mit einer, ja, umgekehrten Top 15, also nach
ja, dem die Zielflagge geschwenkt wurde, so wird die Top 15 dann umgekehrt quasi aufgestellt, der 15. auf der 1 und so weiter nach dann zurückgezählt. 40 Minuten geht es im zweiten Rennen richtig zur Sache, hoffentlich. Ja, 60% Schaden liegt einfach daran, weil klar, gerade hier bei einer solchen Rennsaison, beziehungsweise mit solchen Autos, mit den Tourenwagen gerade hier, sollte man den Schaden immer ein bisschen runternehmen, weil da kommt es oft zu Kontakten, oft zu Berührungen, Schubsern, vollkommen normal, Spritverbrauch und Reifenverschleiß natürlich detailgetreu auf 100%, eingeschränktes Setup, damit auch jeder wirklich eine Chance hat und dementsprechend auch ja, Spaß haben kann, wenn man nicht ganz so weit vorne ist. Ich selber bin diese Autos schon selber, also gefahren, auch in Assetto Corsa. Macht unglaublich viel Spaß, ist unglaublich toll zu fahren, gerade in einer organisierten Community, in einer Liga, in einer Meisterschaft, wie auch immer. Macht unglaublich viel Spaß zu fahren, sind tolle Autos, tolle Fahrzeuge, die da entwickelt wurden von den jeweiligen Herstellern. Und ja, diese Fahrzeugklasse hat sich auch etabliert. Wir haben die ja mittlerweile auch in der VLN zum Beispiel, also in der Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring rund um die Nordschleife, auch in 24-Stunden-Rennen sowie auch 12-Stunden-Rennen teilweise werden die eingesetzt. Super schöne Rennen. Serie auf jeden Fall. So, nochmal kurze Info zum Server. Wir haben 23 Grad und die Strecke hat 28 Grad. Also, ja, relativ gute Bedingungen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wir gehen raus auf die Strecke, denn da ist jetzt die Qualifikation dann gestartet. Und ja, die ersten Autos sind unterwegs. Wir gucken mal. Oh, das sah jetzt gerade interessant aus. Das war sicherlich wieder ein Schluck auf. Beim Server ist aber, denke ich mal, okay, wollte ich gerade sagen. Nee, das sieht gerade gar nicht so gut aus. Also hoffentlich heute keine größeren Serverprobleme. Oder das ist nur ein Ping-Problem bei Maximilian Najerz. Wäre natürlich schön, wenn die anderen Fahrer da nicht betroffen sind. Sieht doch so aus. Also da wahrscheinlich Ping-Problem beim entsprechenden Fahrer, na, wobei, da wäre ich mir nicht so sicher, da fliegt doch einer ab. Okay, könnte dann doch nur ein Ping-Problem gewesen sein. Da wollen wir es hoffentlich dann auch bei belassen. Also, dass da nur ein Fahrer quasi betroffen ist und die restlichen dann ohne Probleme unterwegs sind. Jarno Koch ist also der Erste, der eine gezeitete Runde gleich hinlegen wird, denn er ist ja ganz vorne aktuell und führt quasi die Truppe an. Oh, der hat also ein sehr, ich sag mal, hecklastiges Setup, glaube ich, hingestellt. Das Auto kommt da immer mal wieder ein bisschen quer, also er hat da so ein bisschen Lift of Oversteer und das ist sicherlich hier heute ein Thema auch auf dieser Strecke, gerade in diesen schnellen Kurven, wo man eigentlich nur mal eben lupft. Also da sind diese Autos dann doch schon ein bisschen zickiger unterwegs. Und dementsprechend werden wir vielleicht den ein oder anderen Abflug heute sehen oder einfach nur das ein oder andere querstehende Auto mit Problemen, weil eigentlich, wenn das Heck rumkommt, einfach wieder voll aufs Gas steigen und dann ist das Lift of Oversteer auch kein Thema mehr. Auch wenn du einen Treffer hinten aufs Auto bekommst und du merkst, okay, ich verliere das Auto, gehst du ja in der Regel vom Gas oder auf die Bremse, versuchst gegenzulenken, macht bei den Autos nicht viel Sinn. Also da muss man genau entgegen dem ursprünglichen Instinkt, sage ich jetzt einfach mal, sich verhalten. Das heißt, wenn das Auto in Querlage gerät, voll auf den Pinsel gehen und wieder zurücklenken. Also schon gegenlenken, aber halt auf eine andere Art und Weise, damit sich das Auto von alleine quasi wieder aufrichtet. Denn wir haben hier einen Frontantrieb. Das heißt, das Auto zieht sich von alleine wieder in die Spur. Dementsprechend, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ich muss auch sagen, als ich selber unterwegs gewesen bin in einer TCR-Meisterschaft, habe ich das zwar immer im Hinterkopf gehabt, aber man denkt nicht immer dran. Also das ist wirklich ein Punkt, wo man ein bisschen umdenken muss. So, ich hoffe, wie ich eben schon angesprochen habe, dass Lautstärke technisch alles soweit passt. Wie gesagt, also
ein komplett neues System, komplett neuer Rechner. Das heißt, alle Einstellungen sind dementsprechend auch wieder weg gewesen. Beziehungsweise man muss halt alles wieder neu konfigurieren. Und jeder, der das schon gemacht hat, weiß, wie lange das manchmal dauert, bis man da den Stand hat, den man halt vorher hatte. So, wir sind immer noch bei Jano Koch unterwegs, der auf seiner schnellen Runde, die bis hierhin nicht ideal gewesen ist. Man hat das also gesehen, hier und da vielleicht nicht gut durchgekommen. Und schauen wir jetzt mal, Lift of Oversteer, kein Thema hier in dieser langen, langen Linkskurve. Und gleich werden wir dann sehen, was für eine Rundenzeit er hinlegt. Nicht wundern also, dass ihr da auch links jetzt noch keinen Tower oder so angezeigt bekommt. Den habe ich aktuell noch ausgeblendet, weil wir haben ja eh noch keine gezeitete Runde. Die von Jano Koch wird hier gleich die erste sein, die wir da sehen werden. Ja, und du hast hier gar nicht so viele Versuche, weil lange Strecke, 15 Minuten. Wir fahren hier 2,5 Minuten ungefähr pro Runde. Also da sollte man sich schon gut überlegen, ob man Runden abbricht und in die Box fährt oder ob man einfach die Runde weiterfährt, um dann eine weitere direkt dran zu hängen, bevor man wieder in die Box fährt, wieder rausfährt, Outlap fährt, die gezeitete Runde fährt und zuvor natürlich auch noch die Inlap fahren muss. So, jetzt schauen wir mal, was Jano Koch hier hinlegt. So, wir drehen jetzt gleich mal den Tower hier auf, beziehungsweise machen ihn wieder sichtbar. So, da holen wir ihn. Jano Koch also. Erste gezeitete Runde. 2,27,5. Und Tobias Salik 2,30,8. Julian Merz allerdings, ja, im Moment schnellster. Nein, Alexander Merz unterbietet das Ganze sofort mit der 27,295. Und das, was ich eben angesprochen habe, also keine so saubere Runde bei Jano Koch gewesen. Der hat ja hier und da sicherlich sicherlich den ein oder anderen Fehler drin gehabt. Aber es sind ja noch 9 Minuten. Ja, wir haben hier aktuell 15 Fahrer, so wie ich das sehe. Also deutlich weniger, leider deutlich weniger als beim Saisonauftakt. Da hatten wir fast die 30 Fahrermarke geknackt. Ich meine, und wenn ich mich jetzt nicht irre, da sind um die 27 Fahrer anwesend gewesen. Aber gut, so ist das nun mal. Ist ja alles keine Pflichtveranstaltung in dem Sinne, sondern basiert natürlich auch auf, ja, Hobbybasis, Freizeitbasis, wie auch immer man das nennen möchte. So, Maximilian Naitz mit der 28,777 seine persönlich beste Rundenzeit, die er da gerade hingelegt hat. Und rutscht damit vorerst auf die vierte Position. Jetzt kommt die Frage, gibt es einen Grund, dass auf einem Fernsehbildschirm dein Stream laggt, beziehungsweise mit 10 Bildern die Runde, die Sekunde wohl eher läuft? Also, ich kann nur dazu so viel sagen und da kann ich gerade mal gucken. Bei mir und YouTube, eher gesagt, bestätigt mir das, dass der Stream einwandfrei läuft. Dass es keine Probleme gibt, keine Bilder, die verloren gegangen sind. Das heißt dann, dass es quasi ruckelt beim Hochladen, dass da Bilder verloren gehen. Also da funktioniert alles einwandfrei. Dementsprechend das Problem eher beim Zuschauer, kann ich nicht zu sagen, vielleicht schlechte Verbindung am Fernseher. Es gibt natürlich diese Smart TV Apps, YouTube, beziehungsweise die App für YouTube, für ein Smart TV, sowie auch für die Konsolen. Ich persönlich habe zum Beispiel starke Probleme mit der Twitch App auf der Xbox One. Die funktioniert bei mir gar nicht, obwohl das Internet einwandfrei läuft. Vielleicht ein ähnliches Problem oder hat einen anderen Grund. Kann ich so leider nicht zu sagen, aber ich kann halt bestätigen, dass von meiner Seite aus der Livestream einwandfrei bei YouTube ankommt. So, gucken wir Alexander Merz. Immer noch die 27,2, Julian Merz direkt dahinter. Und dann kommt Jano Koch. Der hat sich nicht verbessert in der aktuellen Runde. Und ich hole mal das Leistungsdelta nach vorne.
Wenn ich das jetzt gerade finde, das wäre natürlich super schön, wenn ich das finden würde. Da tue ich mich immer schwer. Labs. Entweder ich sehe es nicht oder es ist irgendwie nicht vorhanden. Ich habe gerade kein Auge dafür und sehe das Leistungsdelta nicht. Das ist da, Performance Delta, da haben wir das. So. Wenn man das Ganze auf Englisch hat, dann heißt das natürlich nicht Leistungsdelta, sondern Performance Delta. Sollte man natürlich auch im Hinterkopf behalten. So, also Leistungsdelta haben wir jetzt hier auch. Schauen wir mal bei Ralf Plattner. Der ist nämlich neu dabei, hat sein eigenes Team gegründet, Castrol Racing. Und der ist unterwegs mit einem sehr schönen Fahrzeug, meiner Meinung nach. Eine Alfa Romeo Giulietta in der natürlich TCR-Variante. Hat jetzt eine 237 hingelegt. Also da geht sicherlich auch noch was. Ist jetzt hier aktuell auf seiner Outlap. Verbremst sich da auch, kann durchaus passieren, gar kein Problem. Ja, und er, wie gesagt, neu dabei. Ganz schlichtes, aber doch schickes Design. Hat sich da so ein bisschen an den originalen Vorbildern orientiert. Also an den originalen Rennteam, welches in der WTCR unterwegs ist mit dem Alfa Romeo, mit der Giulietta. Die haben auch ein ganz schlichtes weißes Design mit den italienischen Farbakzenten quasi. Und so ähnlich hat er das auch gemacht. Ganz schlichtes weißes Design, paar grüne Akzente, hellgrün, dunkelgrün, halt von Castrol das Rot mit dabei und ja, seine Nummer und seinen Namen drauf geklatscht und sich gesagt, okay, hier fahre ich mit. Also das Ralf Plattner, der ist neu dabei. Wir haben auch noch jemanden Neues dabei. Das ist Nils Pfennig. Pfennig, es ist so Ruhrpott-Deutsch, aus Pfennig macht man Pfennig, ja, wegen D-Mark Pfennige. Nils Pfennig, der ist noch unterwegs, neu dabei mit einem Hyundai i30 NTCR, allerdings heute noch ohne Lackierung, also da fehlte noch ein bisschen was. Kann durchaus, oder wird höchstwahrscheinlich noch nachgereicht, sagen wir das so. Ja, also ich gehe mal schwer davon aus, dass er noch eine Lackierung nachreichen wird. Enrico Kriegsheim, der verbessert sich gerade auf die 28491. Auch er ist ohne Lackierung unterwegs. Er ist auch, schauen wir mal, bei Puma Racing unterwegs. Aber bei mir wird er halt ohne Lackierung angezeigt. Ich weiß nicht warum, weil Jano Koch sein Auto hat ja auch eine Lackierung. Ich guck mal Sebastian Seidner, ob der da ist. Nee, vielleicht bei mir jetzt auch gerade ein Fehler, dass da kein Skin angezeigt wird, aber ich meine, der wurde beim letzten Mal auch schon ohne angezeigt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, also da vielleicht im Skinpack ein Fehler drin, kann ich jetzt so leider nicht sagen. Aber sei es drum, also Enrico Kriegsheim, der ist jetzt auf einer weiteren schnellen Runde unterwegs und der macht gerade auch richtig Zeit gut. Aktuell 2 Zehntel schneller als seine beste Runde. Er ist aber noch im ersten Sektor unterwegs, beziehungsweise im ersten Abschnitt der Strecke, sagen wir es so, hart reingebremst, hier vielleicht etwas zu spät auf der Bremse gewesen, da hat das rechte vordere Rad auch stark blockiert und da verliert er auch leider seine Zeit, die er da gerade rausgefahren hat. Ja, aber da hat er sich wahrscheinlich verbremst, dachte sich, okay, ich versuche mal hier ein bisschen später zu bremsen, also tiefer in die Kurve rein zu bremsen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Vorne an der Spitze haben wir weiterhin Alexander Merz, der auch noch unterwegs ist und gerade ja fast 2 Zehntel auf der Uhr stehen hat. Und er hat es nicht mehr weit bis zur Ziellinie, da würde er sich nochmal ein Stück absetzen davon Julian Merz, seinem Teamkollegen. Und einem Fahrer aus dem Team Family, aus dem Familienteam. Ah, die letzte Ecke hat er nicht gut erwischt. Und dementsprechend keine wirkliche Verbesserung da für ihn. Julian Merz, die 27.4 und Jano Koch, den wir hier auch im Hintergrund gesehen haben, der verbessert sich mal eben auf eine 26.9. Also hat da richtig viel Zeit gefunden und ist jetzt auch ungefähr 3 bis 4 Zehntel schneller als Alexander Merz, der noch einen weiteren Versuch hat. Denn das ja, wird jetzt die letzte Runde sein für diejenigen, die gerade eben über die Linie noch kommen.
Da gibt es keine weitere mehr dann im Anschluss. Und das sieht nicht gut aus. Also Alexander Merz schafft es sicherlich nicht, sich hier auf die Pole zu schieben. Hat jetzt im ersten Sektor oder im ersten Streckenabschnitt schon fast 3/10 auf der Uhr stehen und hängt da ein bisschen seiner Zeit hinterher. Gucken wir mal, was hinten passiert. Ralf Plattner, der ist auch noch unterwegs auf seiner schnellen Runde und das sieht gerade richtig gut für ihn aus. 4/10 stehen im Delta unten links, das könnt ihr sehen. Also wenn er das so über die Linie bringen würde, dann wird er sich zwar nochmal verbessern, aber in Sachen Position geht da leider nichts mehr für ihn. Es sei denn, jetzt kommt er hier richtig gut aus der Schikane raus. 7/10 stehen auf der Uhr und damit würde er eine 2:30.0 hinlegen und schiebt sich auf die 10. Position. Er hat sogar noch einen weiteren Schuss zur Verfügung. Schauen wir mal, wer kommt denn da hinten angeflogen? Das müsste einer von dem Multiverse Team sein. Das könnte Maximilian Nayet sein. Nein, der ist es nicht. Scott Manson ist es ebenfalls nicht. Da, wen haben wir denn da noch? Harry Manson müsste das dann gewesen sein. Ja, genau, der ist aktuell auf der 4. Position unterwegs. Hat auch nochmal einen weiteren Versuch. Jano Koch, schauen wir mal. Ja, der ist relativ sicher, klar. Die 26.9, der macht jetzt hier auch relativ langsam. Ist wahrscheinlich auf seiner Inlap. Der wird ja keine weitere Runde mehr zur Verfügung stehen haben. Was macht Alexander Merz? Ja, auch der, keine Chance. Also Pole Position aktuell zu 99% bei Jano Koch. Alexander Merz startet höchstwahrscheinlich von der 2, weil Julian Merz es nicht schafft, da ranzukommen. Also für ihn Startplatz 3 im ersten Rennen. Harry Manson dürfte auch schon relativ sicher sein. Vielleicht schafft er es auch sogar nochmal, sich zu verbessern hier in seinem letzten Versuch. Aber gucken wir erstmal, was Timo Merz macht. Ah, keine Zeitenverbesserung. Müsste deutlich, deutlich schneller werden. Also da fehlen ihm 3/4. 1/10 hat er gefunden. Momentan, also noch ist er auf der 5, schafft er es auch eventuell auf die 4. Position. Scott Manson mit persönlicher Bestzeit, die 29.428. Und jetzt wird es interessant. Schafft es Timo Merz, sich noch so weit zu verbessern, um an Manson vorbeizuziehen? Da fehlt auf jeden Fall ein bisschen was. Ah, die letzte Ecke nicht gut erwischt, kommt hier auch zu weit raus, das kostet zu viel Zeit, also Timo Merz startet von der 5. Enrico Kriegsheim auf der 6, weil auch Nils Pfennig es nicht schafft, sich zu verbessern, der geht dann also von der 7 ins Rennen. Maximilian Nayet startet also von der 8, es sei denn, er bringt jetzt nochmal diese knapp 2/10 sind wir jetzt fast, diese knapp 2/10 nochmal über die Linie, dann hat er noch gute Chancen, sich vorbeizuschieben an Nils Pfennig. Eventuell schafft er das. Schauen wir mal. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, was hier passiert. Harry Manson verbessert sich nochmal, aber keine Veränderung dadurch. Der startet weiterhin von der 4 ins Rennen. Das sieht richtig gut aus hier für Maximilian Nayet. Schauen wir mal, wo die Zeit stehen bleibt. Er schiebt sich vorbei an Nils Pfennig und Enrico Kriegsheim und geht dementsprechend von Platz 6 aus in dieses Rennen. Das wollen wir natürlich nicht sehen. So, was geht's hier? Hier geht's weiter. Scott Manson, also von der 9 und Ralf Plattner. Ja, der komplettiert hier die Top 10. Geht also von Startplatz 10 hier in dieses erste Rennen oder in den ersten Lauf von Spa-Francorchamps hier beim VSR Summer Cup. Und hier könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Also 23 Grad haben wir. Windgeschwindigkeit 16 km/h, Asphalttemperatur 28 Grad. Wobei bei diesen Fahrzeugen Reifentemperaturen nicht ganz so ein kritisches Thema wie bei anderen Fahrzeugen. Das hält sich hier glücklicherweise noch in Grenzen. Ist halt, ja, TCR sind halt einsteigerfreundlich. Da musst du nicht allzu viel in das Setup investieren, beziehungsweise musst dir auch nicht so viel Sorgen machen um die Reifentemperaturen. Klar, das Ganze sollte man im Auge behalten und zusehen, dass die Reifen auf Temperatur kommen. Gerade die Vorderräder müssen auf Temperatur kommen. Das ist ganz, ganz wichtig bei den Autos. Und die Hinterräder dürfen auch nicht zu sehr vernachlässigt werden, weil klar, auch auf der Hinterachse tut sich ein bisschen was.
Wobei natürlich das meiste geschieht auf der Vorderachse. Ist natürlich ganz klar. So, wir gucken, dass wir jetzt vorne hier den Führenden einfangen. Wir blenden auch schon mal das Performance Delta aus. So, da haben wir ihn. Das ist hier der Kollege Jano Koch. Jetzt haben wir leider keine allzu gute Startkamera. Doch, die können wir hier nehmen. Wir haben auch noch ein paar Minuten Zeit. Das heißt, wir machen noch eine kurze Unterbrechung. Sind dann gleich wieder da mit dem ersten Rennen, beziehungsweise ersten Lauf vom zweiten Rennen hier in Spa-Francorchamps beim Virtual Sim Racing Summer Cup 2019. Gefahren wird hier mit der WTCR 2018 und unterwegs sind wir, wie gesagt, in Spa bei Virtual Sim Racing. Also, kurze Unterbrechung, in ungefähr 5 Minuten sehen, beziehungsweise hören wir uns dann wieder. Also, bis gleich. Erste Rennen in den ersten Lauf hier in Spa-Francorchamps geht. 16 Autos am Start, also ein paar weniger als beim letzten, Entschuldigung, beim letzten Rennen, also beim Saisonauftakt, aber ich denke noch ganz gut zu verkraften. 20 Minuten, ja, das erste Rennen und dann geht es in Rennen 2 40 Minuten lang. Wir machen links mal das Standing aus, damit wir das Ganze ein bisschen besser verfolgen können. Und wir müssen vorne links auf Jano Koch, auf den Pole-Setter achten, der ja vor der Merz-Truppe quasi steht. Also der hat wirklich alle direkt dort hinten im Nacken. Er wird sicherlich auch in den Rückspiegel schauen. Und ganz, ganz wichtig, jetzt hier gut am Start wegzukommen und perfekt zu starten. Die Ampeln gehen an. Alle Ampeln sind an. Das Rennen wird jeden Augenblick freigegeben werden. Und da sind die Jungs unterwegs. Das Fahrerfeld bewegt sich vorwärts. Und jetzt natürlich aufpassen. Kurve 1. Ich würde sagen, wir behalten das Ganze wieder mal ein bisschen im Blick. Wir schauen, was passiert. Kommen alle durch. Da gibt es ein paar Berührungen. Einer hat da anscheinend immer noch Verbindungsprobleme, aber an sich alle gesittet durch die erste Kurve durchgefahren. Vorne weiterhin, ja, und das war auch so ein bisschen zu erwarten. Jano Koch an der Spitze. Dahinter haben wir sofort Julian und Alexander Merz im Duell, fahren da fast gemeinsam die Orange hoch. Harry Manson, der verliert ein paar Plätze, glaube ich, oder setzt er sich da sogar durch? Nein, er setzt sich da sogar durch, kann sich nach vorne arbeiten, ist auf der vierten Position aktuell. Beziehungsweise auf die 3 hat er sich geschoben. Also Harry Manson hat sich auf die 3 vor Timo und Julian Merz geschoben. Da kommt aber gleich der Gegenangriff von Timo Merz. Der verbremst sich da so ein bisschen oben nach der Camel Straight. Muss da jetzt ein paar Autos durchlassen. Im hinteren Feld kommt er da wieder raus. Ich glaube, er ist jetzt auf der 7. Ja, das müsste die 7., 8., 9. Position um den Dreh sein. Enrico Kriegsheim da mittendrin. Da vorne hat es jemanden erwischt. Das dürfte Harry Manson gewesen sein. Nein, das war nicht Harry Manson. Da war das Maximilian Nairz, den es da vorne erwischt hat, gerade eben in dieser Rechtskurve. Ich glaube, wir müssen ein bisschen den Motorsound runterdrehen. Sonst versteht man mich nicht. Und da geht einer fliegen. Das ist Ralf Plattner. Das ist einer der neuen Jungs, die hier am Start sind. Den hat es da erwischt. Der wurde da, glaube ich, einmal umgedreht und dann ging es für ihn in die Leitplanke und ja, der fährt jetzt dem Feld hinterher. Da ganz hinten haben wir aber noch jemanden. Das könnte einer von der HSR-Truppe sein. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wer ist das denn? Da haben wir 6 Autos insgesamt. Dementsprechend kann ich da jetzt leider nicht viel zu sagen, wer das da hinten von den Jungs gewesen ist. So, wen haben wir denn jetzt hier? Felix Hufer arbeitet gerade daran, so ein bisschen nach vorne zu kommen. Nicht wundern, der Tower, der muss sich da jetzt ein bisschen sortieren. Das passiert immer nach der ersten Runde in etwa. Da kann man sich auf jeden Fall drauf einstellen. Da dürfte es aber so um die 7. bis 10. Position gehen zwischen den... zwischen Felix Hufer, Alexei Cebula, Scott Manson könnte da auch noch dabei sein. Kann ich jetzt so leider noch nicht sagen. So, da geht es um die 10. Position tatsächlich. Also da haben wir Felix Hufer im Honda Civic Type R. Oh, da sollten wir natürlich zurück in die Boxengasse. Das war natürlich mein Fehler. Da auf jeden Fall Entschuldigung, aber wir stehen da zum Glück ganz gut. Ja, das ist manchmal in der ganzen Aufregung geht das leider unter. Glück im Unglück, dass da nichts passiert ist. Also von daher
Alles gut. Alexei Cebula, der ist aktuell auf den 9. Führt da so ein kleines Trüppchen, so ein mehr oder weniger an. Timo Merz, Felix Hufer, Josef Glock, Tobias Salek und Stefan Wuver dürften das sein, die da mit in dieser Kampfgruppe drin sind. Ja, leider haben wir keine bessere Kameraperspektive. Dementsprechend müssen wir das Ganze so verfolgen und das Beste daraus machen. Nicht verunsichern lassen von der Rauchentwicklung. Also da ist keiner abgeflogen. Es sind dann nur die stehenden Räder da vorne. Wer ist das gewesen? Das dürfte Josef Glock gewesen sein. Da vielleicht ein bisschen zu weit innen über die Streckenbegrenzung gefahren. Also da hat er schon die Strecke extrem gut ausgenutzt. Ja, und nach einer Runde haben wir schon nur noch 16 Minuten auf der Uhr stehen. Ja, das kommt halt durch die Streckenlänge, kommt einem alles ein bisschen schneller vor. Was ist hier los, Maximilian Naitz? Oder Naitz? Ich, wie gesagt, also es tut mir unglaublich leid, dass ich mir das nicht gemerkt habe mit der korrekten Aussprache. Da werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal dran denken. Ja, er auf jeden Fall im Duell mit Nils Pfennig, der neu dabei ist, dementsprechend auch noch keine Lackierung hat. Was ist hier bei Tobias Salek los? Da wird kein Abstand angezeigt. Ich glaube, der konnte sich weder verbessern, noch hat er sich verschlechtert. Ja, also die Startphase ein bisschen entspannter natürlich als am Norrisring, was natürlich logisch ist, weil wir hier eine ganz andere Streckencharakteristik und andere Streckenlänge haben. Ja, was mich aber auf jeden Fall wundert, ist, dass Timo Merz so weit hinten unterwegs ist und versucht jetzt hier auch vorbeizugehen an Felix Hufer in dieser Vollgas links. Und das sah natürlich gefährlich aus. Felix Hufer verliert da sogar noch eine weitere Position, ist jetzt auf die 12 abgerutscht. Also hinter Tobias Salek reiht er sich wieder ein. Das hätte natürlich auch anders ausgehen können, gerade wenn du dort versuchst zu überholen. Aber es ist alles gut gegangen. Ja, und das ist wichtig. Egal, ob das gefährlich aussieht oder gefährlich gewesen ist. Die Hauptsache ist, dass es ja alles sauber vonstatten geht, dass beide Fahrer, die involviert sind in ein solches Duell oder bei einem solchen Überholmanöver, dass beide da heile aus der Kurve rauskommen und nicht plötzlich einer verschwindet, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder gar in die falsche Richtung fährt Maximilian Naitz. Was ist da los? Ist er vorbei an Nils Pfennig? Ja, Nils Pfennig verliert Positionen. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Fällt jetzt weit zurück. Da scheint es ein Problem zu geben. Also Vorsicht da, Jungs. Langsames Auto auf der Strecke. Boah, der fällt richtig, richtig weit zurück. Bis auf welche Position? Bis auf die 14. Also Nils Pfennig, da gab es wohl technische Schwierigkeiten. Gut, dass da alle so weit schnell reagiert haben und dem Auto ausgewichen sind. Er war ja zum Glück nur in langsamer Fahrt unterwegs und hat nicht auf der Strecke gestanden. Ja, aber das sieht man dann schon mal ganz schwer, wenn du da hinter deinen Vordermännern hinterherfährst. Die scheren alle nach und nach aus und plötzlich taucht da so ein langsames Auto vor dir auf, weil es natürlich auch die Sicht verdeckt wird. Ja, wir können uns das Ganze ja mal anschauen. So, da wird natürlich auch so ein bisschen die Sicht verdeckt. Und jetzt greift Harry Manson tatsächlich hier Julian Merz an. Muss da so ein bisschen die Strecke verlassen. Ist aber alles gut gegangen. Also Harry Manson macht ordentlich Druck. Der ist richtig gut unterwegs. Versucht sich jetzt hier reinzubremsen in der letzten Schikane. Julian Merz sehr, sehr spät auf der Bremse gewesen. Kommt allerdings noch einigermaßen durch die letzte Ecke dadurch. Ja, und da geht es um das Podium. Kampf ums Treppchen, kann man das auch nennen. Ja, und Harry Manson, der ist definitiv dran. Wenn er jetzt gut durch Radillon und die Eau Rouge kommt, dann hat er definitiv Chancen, am Ende der Camel Straight
zu attackieren, denn der Windschatten, wie gesagt, der ist enorm mit diesen Fahrzeugen. Schauen wir uns das mal an. Also, Harry Manson kam, glaube ich, einen Ticken besser aus. Der Urush da oben raus und jetzt die lange, lange Windschattenfahrt. Da schert er jetzt auch aus. Also, da gibt es jetzt definitiv den Angriff auf das Treppchen und das sieht auch ganz gut aus. Da gibt es die Berührung zwischen den beiden, Julian Merz und Harry Manson. Jetzt aufpassen, da kommen natürlich Nachzügler. Harry Manson möchte so schnell wie es geht wieder zurück und jetzt ist er zwischen seinen Teamkollegen da wieder zurückgekommen auf die Strecke zwischen Scott Manson und Alex, nee, gar nicht, Entschuldigung, zwischen Maximilian Naitz und Scott Manson. Enrico Kriegsheim dadurch auf die vierte Position nach vorne gerutscht. Und jetzt haben wir hier ein teaminternes Duell. Maximilian Naitz schon wieder zurückgefallen auf die 6, also Harry Manson zurück auf die fünfte Position. Ja, aber was ist da passiert? Da gab es definitiv eine Berührung zwischen den beiden. Ich schaue mir das gerade mal in der Wiederholung an. So, wie sieht das aus? Oh, schwierig, aber ich tendiere hier eher zu sagen, der Fehler war dort bei Julian Merz, denn Harry Manson war schon unmittelbar neben ihm am Scheitelpunkt. Ja, und wo soll Harry Manson da hin? Also da vielleicht zu wenig Platz gelassen von Julian Merz. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ja, und hier haben wir das Duell Felix Hufer gegen Tobias Salek. Felix Hufer von Multiverso, quasi dem Schwesterteam von Multiverse, für welches es deutlich besser läuft da vorne. Also Harry Manson, Maximilian Naitz und Scott Manson direkt hintereinander weg. Felix Hufer verliert beim Anbremsen das Auto. Da haben die Räder auf einer Seite blockiert. Und jetzt muss er hier den Notausgang durch die Schikane nehmen. Und wo ist Josef Klock? Der ist vorbei. Wo ist Tobias Salek? Ja, den hat es ein bisschen zurückgeworfen. Und Felix Hufer dadurch auch vorbeigegangen an Josef Klock. Das ist natürlich ein irreguläres Überholmanöver an dieser Stelle. So, und was haben wir hier? Enrico Kriegsheim macht ordentlich Druck. Der scheint aber auch andersrum gesagt, oder um es andersrum anzusprechen, scheint aber auch zurückgefallen zu sein. Der war ja gerade noch unterwegs auf der 4 und jetzt ist dort wieder Harry Manson, so wie das aussieht. Zumindest versucht er das. Das ist natürlich eine Ecke, in der kannst du überholen. Leichte Berührung zwischen den beiden, aber das ist normal und ja, durch dieses Überholmanöver versucht natürlich auch Maximilian Naitz seine Vorteile daraus zu ziehen. Hat jetzt hier aber nicht geklappt. Kriegsheim konnte sich da nochmal verteidigen und verliert vorerst nur die Position, ja, gegen Harry Manson. Also heißes Duell da auf jeden Fall, Team Multiverse gegen Enrico Kriegsheim. So könnte man das formulieren. Und jetzt wieder eine gute Gelegenheit hier für Maximilian Naitz. Ja, der versucht es, er zeigt sich, er ist präsent. Der hängt wirklich an der Heckstoßstange von Kriegsheim. Hier kann man das, denke ich mal, ganz gut sehen. Ja, vielleicht ergibt sich jetzt die Möglichkeit, hier irgendwo vorbeizuschieben. Ist es natürlich super, super riskant, denn wir fahren hier Höchstgeschwindigkeiten von 230 km/h in der Spitze. Seite an Seite geht es jetzt hier voll durch. Jetzt sehen wir leider gerade nichts, aber ja, Kriegsheim, der kann sich da nochmal verteidigen.
Hier allerdings sehr, sehr spät auf der Bremse gewesen. Das kostet natürlich Zeit und die Möglichkeit ist wieder da für einen Angriff. Und von hinten kommt da Scott Manson. Der sieht da jetzt seine Chance, seinen Teamkollegen und auch Enrico Kriegsheim zu überholen. Reicht jetzt hier aber noch nicht, um in der ersten Kurve vorbeizugehen. Vielleicht aber doch. Na, jetzt scheint durch zu sein und Kriegsheim, die Berührung mit Scott Manson. Da gibt es einen kurzen Quersteher bei beiden, aber sie können weiterfahren. Und Kriegsheim, ja, der hat jetzt erstmal nach Nachsehen, ist zurückgefallen auf die siebte Position, aber ist direkt dran an Scott Manson. Und auch dahinter das Duell Cebula gegen Merz muss man definitiv im Auge behalten. Und jetzt wird es interessant. Kann Scott Manson sich da verteidigen oder muss der Kriegsheim jetzt durchlassen? Oh, das ist ein unsauberes Manöver von Scott Manson. Da macht er einfach die Tür zu und Kriegsheim fliegt heftig, heftig ab auf der Camel Straight. Da kann er natürlich nichts machen, wenn er da so von der Strecke gedrängt wird. Also das war super unschön. So, solche Szenen wollen wir definitiv nicht sehen. Also da einfach mal eben, ja, so ein bisschen von der Strecke gedrängt worden. Dann kommst du auf den Rasen und dann kannst du natürlich nicht mehr viel machen. Also da dann keine Chance für Enrico Kriegsheim. Der trifft ihn auch keine Schuld, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, so wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Er war halt auf der linken Seite, von uns aus gesehen, auf der rechten Seite neben seinem Kontrahenten, neben Scott Manson. Und ja, da geht ihm natürlich dann die Strecke aus, wenn der Honda Civic Type R von Manson da immer größer wird. Ja, und das sieht nicht gut aus bei Enrico Kriegsheim. Der ist jetzt in ganz langsamer Fahrt hier unterwegs. Das Auto wahrscheinlich stark beschädigt, auch wenn der Schaden hier nicht hoch ist. Ultra, ultra bitter für ihn. Denn nach der Qualifikation und beim Rennstart lief es richtig gut für ihn. Er konnte sich sehr schön nach vorne arbeiten. Und jetzt so kurz vor Schluss dann in diesen heftigen Unfall verwickelt zu werden, ist natürlich ganz, ganz bitter. Aber wir gehen hier zum Duell zwischen Timo Merz und Alexei Cebula. Da geht es um die siebte Position. Cebula schert aus und versucht jetzt auf der Bremse zu überholen. Und das sieht sogar fast gut aus. Wenn er jetzt hier den besseren Exit aus der letzten Ecke bekommt, dann kann er hier eventuell auf der Start- und Zielgeraden schon vorbeigehen. Spätestens jetzt Turn 1 hat er die Möglichkeit. Timo Merz macht allerdings schon die Türe zu. Das heißt, ja, jetzt einmal bitte auf die Außenbahn wechseln und jetzt vielleicht sogar die Linie kreuzen, mit etwas mehr Speed rauskommen und dann ist Cebula vorbei. Nein, es reicht vorerst noch nicht. Also Cebula weiterhin hinter Timo Merz unterwegs. Jetzt geht es hier wieder durch Radillon. Jetzt die Eau Rouge und ab auf die Camel Straight. Und es sieht so aus, als wäre Cebula deutlich, deutlich besser aus der Eau Rouge da oben rausgekommen. Also mit viel mehr Schwung plus Windschatten. Und das dürfte jetzt ein Überholmanöver geben. Da wird es nochmal ganz eng zwischen den beiden. Timo Merz entscheidet sich sehr, sehr spät, die Tür zuzumachen. Auch eine ganz, ganz brenzliche Situation. Also das sehen Rennfahrer natürlich nicht gerne. Hohes Risikofaktor, oder hoher Risikofaktor eher gesagt, wenn du dich da erst so spät entscheidest, bei rund 230 plus km/h. Also, das ist schon grenzwertig. Hat so ein bisschen von was von Max Verstappen, der macht das auch mal ganz gerne, erst sehr, sehr spät die Linie zu. Beziehungsweise das war auch Thema in Montreal bei der Formel 1. Auf der Geraden vor der, ja, Schikane, wo es dann zurückgeht auf die Start- und Zielgerade, haben wir solche Bilder öfter gesehen. Und ja klar, die Fahrer finden das natürlich nicht so lustig. Ralf Plattner, ja, der findet das Ganze auch nicht ganz so lustig, was hier passiert ist mit seinem Rennen. Wurde da leider in der ersten Runde umgedreht. In der Startphase, so kann man es, glaube ich, noch ganz gut definieren. Ja, und Enrico Kriegsheim, da hören wir das gerade, da ist die Achse krumm. Also dementsprechend geht da nicht mehr viel bei seinem Auto. War ein heftiger, heftiger Unfall beim Duell mit Scott Manson.
Zwischen den beiden wird es sicherlich Gesprächsbedarf geben. Aber gut, so ist das. So, Ralf Plattner, ja, leider bei seinem Debütrennen nicht ganz so erfolgreich. Wurde, wie gesagt, umgedreht zu Beginn des Rennens. Kann durchaus passieren. Ist natürlich ärgerlich. Und er versucht jetzt hier seinem Rückstand irgendwie hinterherzufahren. Fehler bei Stefan Wuwa. Vielleicht jetzt die Chance für Plattner, da vorbeizugehen. Und das sieht gut aus. Kommt dann natürlich dann dementsprechend deutlich besser aus der letzten Ecke raus. Und scheint sich auch vor Kurve 1 schon vor Wuwa zu setzen. Dementsprechend Ralf Plattner jetzt auf die 13. Position nach vorne gerutscht. Ja, vorne tut sich leider gar nicht. Also Jano Koch führt das Feld an. Alexander Merz dahinter. Julian Merz dann auf der 3. Harry Manson auf der 4. Ja, der hat sich ja quasi selber vom Podium verabschiedet. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und konnte sich nicht zurückkämpfen. Bis jetzt. Stefan Wuwa, der hat nochmal eine Chance, sich zurückzukämpfen. Schert da jetzt auch aus. Und kann er wieder vorbeigehen an Plattner? Nein, kann er nicht. Also da reiht er sich doch noch dahinter ein, weil er merkt, okay, das wäre jetzt zu riskant für einen Angriff. Schön zu sehen, dass man da auch noch zurückstecken kann. Boah, starke Rauchentwicklung da bei Ralf Plattner. Also da sieht man des Öfteren mal die Räder, beziehungsweise da sieht man öfter mal, dass die Räder stehen bleiben. Aber das hatte einfach was mit den Fahrzeugen zu tun. Ja, Timo Merz, da bin ich sehr überrascht, dass der nur auf der 7 unterwegs ist. Hätte ich so nicht erwartet und da könnte es nochmal eng werden. Also es kann tatsächlich passieren, dass Alexej Cebula da nochmal so weit rankommt, um Merz unter Druck zu setzen. Die beiden sind nur 0,7 Sekunden aktuell auseinander und ja, die Uhr läuft zwar ab, aber es wird noch eine weitere Runde geben. Das steht fest. So, die Uhr läuft jetzt ab. Das heißt, letzte Runde für Jano Koch, der hier wahrscheinlich dieses Rennen gewinnt vor Alexander und Julian Merz. Harry Manson, wie gesagt, im Moment auf der 4. So, was ist hier los? Cebula gegen Merz. Ja, Alexej Cebula nochmal mit einer persönlichen besten Rundenzeit. Also, der sieht da jetzt seinen Kontrahenten in Form von Timo Merz direkt vor sich und versucht dann natürlich nochmal alles rauszuholen aus dem Auto. Um eventuell noch die Chance zu haben, sich auf die 8. Position, Entschuldigung, auf die 7. Position natürlich zu verbessern. Es dürfte schwierig werden. Windschatten wird er jetzt auch nicht bekommen, da ist er zu weit weg. Also es scheint so, als würde sich das für Timo Merz da ausgehen mit der 7. Position. Hier sieht man mal, wie aggressiv die Autos hier über die Curbs gescheucht werden. Aber es ist auch wirklich möglich mit diesen Fahrzeugen. Also die stecken das richtig gut weg. So, was haben wir hier hinten? Nico Thomann, ja, der ist leider das Schlusslicht und ein bisschen abgeschlagen. Auch Enrico Kriegsheim. Aber wir haben es ja gehört und man sieht es auch, das Auto ist krumm. Da ist die Achse hin. Also mit dem Auto geht nicht mehr viel. Schade auf jeden Fall für ihn. Er muss noch bangen, dass er da eventuell auf die 16 zurückfällt. Wenn er es schafft, die 15. Position zu ergattern, hat er immerhin für das zweite Rennen gleich ein Trostpflaster, denn dann würde er von Platz 1 aus in das Rennen starten. Aber wir müssen hier ein Auge drauf werfen auf Jano Koch. Der ist ja auf den letzten Metern Richtung karierte Flagge. Also für ihn nicht mehr allzu weit. Das letzte Mal jetzt hier durch dieses S, durch die Bus-Stop-Schikane. Und jetzt überquert er hier die Ziellinie. Also Jano Koch gewinnt Lauf 1 vom zweiten Rennen hier in Spa-Francorchamps vor Alexander Merz und Julian Merz. Das muss ich mir gleich mal notieren. Denn, ja, sonst haben wir das gleich wieder vergessen. Also
Jano Koch vor Alexander Merz und Julian Merz. Und ja, wir machen also gleich weiter mit den Interviews. Auf die Vier schafft es dann Harry Manson vor seinen beiden Teamkollegen Maximilian Naetz. Nochmal Entschuldigung auf jeden Fall in die Richtung. Und Scott Manson, Timo Merz nur auf der 7. Alexei Sebula schafft es nicht, sich noch nach vorne zu schieben auf die 7. Position. Also kommt auf Rang 8 ins Ziel Josef Glock, Nils Pfennig auf der 9 und auf der 10. Und ja, Enrico Kriegsheim schafft es anscheinend, sich auf die 15 nach vorne zu schieben, mehr oder weniger, denn er startet gleich in Rennen 2 von der Pole. Wir warten natürlich noch, bis die Jungs da auch die Ziellinie überquert haben. Also in dem Fall ist es dann Enrico Kriegsheim und Nico Thormann. So fair wollen wir natürlich sein. Und ja, dann gibt es eine kurze Unterbrechung und wir sehen bzw. hören uns dann gleich zum Interview und danach ja, zum zweiten Lauf hier in Spa-Francorchamps. Zweite Rennen des VSR Summer Cups 2019. Da haben wir also die ja, Gewinner, mehr oder weniger das Podest haben wir auf jeden Fall da. Ja, Jano Koch gewinnt vor Alexander und Julian Merz den ersten Lauf hier in Spa-Francorchamps. Und ich würde sagen, wir machen das heute mal so. Wir fangen mit dem Sieger an. Ja, Jano, kannst du überhaupt was erzählen oder bist du da vorne eine Spazierfahrt gefahren? Ja, erstmal hi. Ja, den man hat gesehen, ich war jetzt nicht so das Band so in vorne. Am Start gut weggekommen und dann, ja, 20 Minuten mit Alex die 10. zugeschoben. Und ja, sonst ist nicht viel passiert. Ja, das haben wir auch so wahrgenommen. Da war hinten deutlich, deutlich mehr los. Aber du startest ja jetzt gleich dann von der 15. Hast du ein bisschen Angst, gerade Kurve 1 und dann hoch die Eau Rouge, oder nimmst du das gelassen? Ja gut, also Spa habe ich jetzt nicht so Angst. Gut, kann es immer irgendwann verbremsen. Aber ja, das mal so auf dem Nordding hatte ich mehr Angst. Ich denke auch, dass hier auf jeden Fall bessere Überholmöglichkeiten da sind als auf dem Nordding. Und ja, also ich bin zuversichtlich bis zweiter. Ja. Gehen wir rüber zu Alexander Merz. Es sah so ein bisschen so aus, als wärst du chancenlos gewesen. Oder wirkte das nur so? Ja gut, also mit kalten Reifen konnte Jano in ihre Pace gehen, schon direkt ab Start. Ich musste ein bisschen mit Julian aufpassen, da Eau Rouge. Dann hat man natürlich gleich schon mal einen entscheidenden Vorteil vorne. Und dann hatte ich tatsächlich mit meinem Fanatec-Wheel zu kämpfen, was mir auch im Quali schon passiert ist, im Rennen auch passiert. Es hat sich quasi vertikal gegen Boden geneigt. Ich werde jetzt direkt nach dem Interview vor dem zweiten Rennen gucken, dass ich das noch ein bisschen festziehen kann. Und dann hatte ich noch das Problem, dass mir zwei Gänge runtergeschaltet hat, wodurch ich dann einen gelben Motor hatte, also wo ich dann gehofft habe, dass der Motor hält. Ja, und das hat mich dann auch ein bisschen langsamer gemacht, so 2-3 Zehntel. Aber ja, noch hätte ich nicht halten können. Nee, das geht nicht. Aber ein bisschen näher dran hätte ich sein können, sagen wir mal so. Mit vielen technischen Problemen heute zu kämpfen, also hoffentlich, dass du das da gleich beheben kannst fürs zweite Rennen, weil da hast du ja ein bisschen mehr vor dir auf jeden Fall. Ja, richtig. Also deswegen muss ich da jetzt noch ein bisschen Schrauben festziehen und ja, dann nach dem Rennen mal gucken, dass es eben nicht mehr auftritt. Also ich weiß nicht genau warum, aber es muss dann halt immer in so einem Rennen sein. Wenn man Training fährt, passiert sowas natürlich nicht. Ja, ist halt immer so. Das ist meistens so. Ja, Julian, Platz 3. Bist dann quasi noch hinterhergefahren, hattest aber dann keine Chance mehr nach vorne hin anzugreifen. Übergehen wir doch direkt mal das Rennen. Was ist denn dann gleich die Taktik für das zweite Rennen? Weil du hast ja jetzt den kleinen Vorteil, dass du vor den beiden stehst. Ja, also ich hatte eine kleine Kollision mit Harry. Da entschuldige ich mich auch nochmal, das war meine Schuld. Sorry Harry, falls du es hörst. Und ja, also ich muss sagen, ich hatte die gleiche, also hatte schon die Pace. Ich war am Ende dann auch, ich war, soweit ich weiß, Alex hat gesagt, er holt auf Jan auf. Und ich war nochmal schneller als Alex. Also,
wenn ich es nicht wieder wie im Nürburgring, sobald ich vorne bin, irgendwie Fehler mache, sage ich mal, wenn ich gut wegkomme, keinen Unfall habe und vor Jano bleibe und Alex, sage ich mal, kann das schon ein spannendes Rennen werden, weil so viel Unterschied ist ja gar nicht. Und man muss auch erstmal vorbeikommen, klar, mit Windschatten. Also es wird auf jeden Fall spannende 40 Minuten. Und da steht auf jeden Fall noch kein Sieger fest, würde ich sagen. Nee, der steht natürlich nach 40 Minuten erst fest. Das heißt, gehst du gleich irgendwie direkt auf Angriff und versuchst von den beiden loszukommen oder lässt es vorsichtig angehen? Ja, also das ist immer schwierig. Nordesring musste ich erstmal eine halbe Stunde stehen, weil die erste Kurve komplett zu war. Das ist ja jetzt in Spa nicht so. Deswegen, ich hoffe natürlich, dass ich nicht in Verkehr komme oder irgendwie in Kollisionen eingebunden bin. Aber ich denke mal, das Rennen ist kurz, deswegen gleich volle Attacke, würde ich mal sagen, und wegkommen. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das gelingen wird. Also es wird sicherlich gleich interessant in der ersten Kurve und dann, wenn es das erste Mal Richtung Radior und Rouge geht, auf die Camel Straight. Das werden wir dann gleich sehen. Der Server wird jetzt noch angepasst. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr hier wart. Drücke euch die Daumen für das zweite Rennen und ja, wir hören uns dann gleich wieder, wenn es soweit ist. Und dann geht es in das zweite Rennen. 40 Minuten Spa-Francorchamps mit den TCR-Fahrzeugen hier bei Virtual Sim Racing. Bis gleich. User. Ein gutes Ergebnis eingefahren, war noch am Norrisring ganz gut unterwegs. So, ja, ich sehe gerade auch, man hört mich wegen der Musik kaum. Klar, war natürlich jetzt in dem Moment mein Fehler, die habe ich leider nicht runtergedreht. Also, tut mir leid, aber wir sind ja jetzt gerade eh auf der Strecke. Dementsprechend sollte man mich hören. Jetzt gleich geht es dann also in das zweite Rennen, noch circa 20 Sekunden. Dann werden die Startampeln ausgehen. Dann wird dieses zweite Rennen hier in Spa freigegeben. Die Ampel ist an. Also jetzt gleich die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Leuchte ist aktiv. Das Rennen ist freigegeben. Vorne gucken, kommt Thomann gut weg. Das sieht gut aus. Kann anscheinend die Führung erstmal für sich behaupten. Enrico Kriegsheim nicht so gut weggekommen. Das sehen wir da. Also der musste so ein bisschen einstecken, musste ein bisschen zurückstecken, kam da nicht ganz so gut weg. Der Rest des Feldes hinten, das sieht auch ganz gut aus. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die Box und springen wieder nach vorne. Jetzt wird es interessant, da hinten ist es richtig eng, gerade Jongen und da der Treffer für Nico Thomann, der da gleich mal in die Schranke gewiesen wird und er ist ganz langsam, das sieht nicht gut aus, muss erstmal den Gang finden, dass er da wieder weiterfahren kann. Schauen wir, was hier passiert und da sehen wir, glaube ich, Felix Hufer, der sich da gegen Kriegsheim durchsetzt, die Berührung Kriegsheim und Hufer und da ist auch einer der VSR Racing Jungs mit dabei, also Enrico Kriegsheim von der 2 gestartet, jetzt erstmal auf die dritte Position, glaube ich, zurückgefallen, hinter Felix Hufer. Also bei ihm lief es jetzt nicht ganz so gut vom Start weg. Aber ähnlich wie im ersten Rennen und jetzt gibt der Hufer da einen Treffer ab, der dreht sich da weg und die Kollision zwischen den beiden, zwischen Felix Hufer und Enrico Kriegsheim, ja, für den läuft es weiterhin nicht so gut. Und da sehe ich schon die Merz-Brüder, Familie, wie auch immer. Also das ist eine Merz-Familie, klar, das wissen wir, aber wie das Verhältnis jetzt zwischen den beiden ist, die haben es mir zwar gesagt, Vater, Onkel, Mutter, Kind, wie auch immer, ja, aber das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Also Alexander Merz und Julian Merz schon wieder ganz weit vorne. Jano Koch, ja, der hat sich noch nicht so wirklich nach vorne arbeiten können. Der ist noch auf der 13. Position unterwegs. Also für ihn heißt es da definitiv Gas geben und dranbleiben. Ja, und bei Enrico Kriegsheim, wie eben schon erwähnt, läuft es erneut nicht so rund. Also da einige Probleme. Wieder in eine Kollision verwickelt. Ja, diesmal hat er sie aber selber ausgelöst. Da hat er einfach Felix Hufer hinten einen aufs Heck gegeben. Der dreht sich dadurch leicht weg und ja, trifft dann sogar wieder auf Kriegsheim. Und dann gibt es die Kollision zwischen den beiden.
Jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass bei Kriegsheim diesmal das Auto nicht so stark beschädigt ist. Was haben wir hier hinten? Jano Koch gegen Timo Merz. Das Duell, ja, Jano Koch aktuell nur auf der 11. Position, während Alexander und Julian Merz schon auf der 4 und 5 unterwegs sind. Also die haben es da deutlich schneller geschafft, sich nach vorne zu arbeiten. Da sehen wir die beiden auch unten rechts im Bild. Ja, sind jetzt im internen Duell. Und das ist natürlich kontraproduktiv. Klar, die sind Teamkollegen, die können sich da gut koordinieren und absprechen. Aber insgesamt kostet das natürlich Zeit. Und auch vorne das Duell zwischen Glock und Merz. Ebenfalls Teamkollegen VSR Racing. Und es sieht so aus, als wäre Glock vorbeigegangen. Da gibt es anscheinend zwischen den Teamkollegen eine Berührung zwischen Josef Glock und Alexei Cebula. Das ist natürlich absolut kontraproduktiv und dadurch geht Alexander Merz jetzt erstmal vorbei. Und ja, jetzt hat er direkt Julian Merz im Nacken. Enrico Kriegsheim, der ist dahinter und das war ja ein bisschen mit der Brechstange von Julian Merz. Der bremst sich da einfach rein in die Lücke von Josef Glock. War nicht ganz sauber, also das muss man mal sagen. Hat er in eine Lücke reingestochen, die da gar nicht gewesen ist. Aber gut, die Autos, die halten das natürlich gut aus. Die stecken das sehr, sehr gut weg. Dementsprechend, ja, alles nochmal gut gegangen, sagen wir das einfach mal so. So, was ist jetzt hier los? Harry Manson im Duell mit Nils Pfennig und Enrico Kriegsheim. Auch da die Berührung, alles gut. Keiner ist abgeflogen, alle sind noch unterwegs. Ja, die Multiverse-Truppe wieder geschlossen unterwegs. Plus das Schwesterauto noch dahinter, Multiverso. Ja, wir vermissen einen Fahrer, das ist Maximilian Nayet, der anscheinend die Verbindung verloren hat. Der hatte aber auch im ersten Rennen schon starke, starke Verbindungsprobleme. Das konnten wir sehen. Und jetzt aufpassen. Vollgaspassage. Bitte keinen Unfall verursachen. Und das geht gut. Ah, das ist natürlich Racing jetzt auf hohem Niveau. Harry Manson. Oh, da hat er hinten ein stehendes Rad, verliert dadurch das Auto. Und es kriegt schon wieder Enrico Kriegsheim ab. Und auch der Teamkollege Harry Scott Manson, Entschuldigung, musste ein bisschen was einstecken. Ja, und der Verlierer da, Enrico Kriegsheim. Von der 6, jetzt zurückgefallen auf die L5-Position. Oh, da verbremst sich einer. Das war Felix Hufer. Aber ich glaube, da ist alles gut gegangen. Und jetzt wird Nils Pfennig da fast umgedreht. Also ein bisschen chaotischer das zweite Rennen als der erste Lauf. Aber es war auch ein bisschen abzusehen. Was ist hier vorne los? Alexander Merz gegen Alexei Cebula. Natürlich passiert hinten auch was. Jano Koch, der hat jetzt natürlich extrem profitiert von diesen, ja, Vorfällen oder der Aneinanderreihung von Zusammenstößen. Apropos, auch hier wird ein bisschen geschubst und gedrängelt zwischen Cebula und Merz. In dem Fall Alexander Merz. Der kann sich jetzt hier erstmal durchsetzen. Und Julian Merz direkt dahinter versucht gleich mal Druck auszuüben. Versucht, ja, sich so ein bisschen da im Seitenspiegel zu zeigen. Aber Cebula macht das ganz gut. Was ist hier hinten los? Kriegsheim gegen Pfennig. Und mit dabei auch Timo Merz. Ja, der weiterhin nicht an die Pace der anderen beiden anknüpfen kann. Was natürlich sehr, sehr schade ist und für ihn sicherlich auch sehr bitter. Ja, wenn du weißt, deine Teamkollegen fahren da vorne um die Spitze, während du da hinten so ein bisschen, ja, Best of the Rest spielst. So, jetzt wird er hier attackiert von Kriegsheim. Oder greift er Kriegsheim an? Ah, das weiß man noch nicht so ganz. Fest steht erstmal, dass er Pfennig hinter sich gelassen hat. Ja, aber Enrico Kriegsheim, also der hat wieder ordentlich gelitten hier in diesem Lauf. Das ist natürlich bitter. Ah, da, wir haben es ja gerade gesehen, das war Scott Manson, wenn ich mich nicht irre, der da beim Anbremsen auf die letzte Ecke irgendwie hinten ein stehendes Rad hatte und das Auto geht dann quer, dann machst du nichts mehr. Also da bist du wirklich Beifahrer und dann ist er reingerutscht in Kriegsheim und klar, der kann natürlich noch weniger tun. Musste dann
aufgrund dessen halt neben die Strecke und hat dadurch richtig viel Position verloren. Insgesamt waren es 5 Positionen. Zurückgefallen von der 6 auf die 11. Also so schnell kann es gehen. Und jetzt versucht er natürlich da vorne wieder ranzukommen. So, was ist hier los? Haben wir hier tatsächlich das Duell Alexander Merz gegen Sebula? Nee, gar nicht, es geht sogar hier los. Tobias Salek, Alexander Merz, Alexei Sebula und Julian Merz im Duell. Und jetzt hat erstmal Alexander Merz die Führung übernommen. Salek auf 2, Julian Merz auf 3 und Sebula auf Platz 4. Also Vierkampf da um die Führung. Was ist da los? Julian Merz ein bisschen abseits der Strecke. 2 Räder waren da auf dem Grün unterwegs. Ist aber alles gut gegangen und das hier vorne ist jetzt wirklich ein Duell zwischen 4 Opel-Fahrzeugen und da wird sich wirklich gar nichts geschenkt. Also da wird sich wirklich überhaupt nichts geschenkt. Jeder Zentimeter ist jetzt hier entscheidend auf der Strecke und Sebula greift jetzt hier gerade tatsächlich Salek an, weil der sich ein bisschen verspätet hat, was den Bremspunkt angeht und ja, in so einem engen Duell kostet dich das direkt eine Position. Dadurch Sebula jetzt auf die 3. Position nach vorne gefahren. Hat jetzt allerdings Julian Merz vor sich, nicht mehr hinter sich. Also da wird es jetzt sicherlich nicht einfach dran zu bleiben. Und augenscheinlich kann Julian Merz sich auch gleich mal absetzen und macht sich auf dem Weg Richtung Alexander Merz, Richtung Teamkollege. Also das wird sicherlich da vorne interessant. Aber spannend zu sehen, dass die ersten 5 Fahrzeuge alle vom selben Hersteller sind. Alles Opel und er ist auf Platz 6. Ja, der erste Honda Civic. In dem Fall von Harry Manson, der Honda Civic Type R TCR. Der hat aber auch gleich den nächsten im Nacken. Das ist Jano Koch. Also Jano Koch, der lässt sich ein bisschen mehr Zeit, arbeitet sich jetzt aber langsam und sicher nach vorne. Und hinten haben wir jetzt das Duell Kriegsheim gegen Hufer. Wie geht das aus? Windschatten tanken. Vorsicht, Dirty Air natürlich. Ist auch so ein kleines Thema bei diesen Fahrzeugen, wenn auch nicht so prägnant. Jetzt anbremsen, letzte Kurve und das sieht sehr gut aus. Das scheint sich auszugehen für Kriegsheim. Hat jetzt hier die innere Linie, da gibt es die Berührung. Und da geht er einfach vorbei. Im Hintergrund haben wir Timo Merz, der da irgendwie den Weg vorbeisucht an Nils Pfennig. Noch nicht die Lösung gefunden hat für das Problem. Ja, und vorne der Abstand 0,6 Sekunden. Julian Merz und Alexander Merz. Dahinter haben wir dann das Duell Sebula und Salek. Also Salek ist dran geblieben, hat nicht abreißen lassen. Jetzt natürlich gute Chancen hier auf der Camel Straight. Sebula zieht da gleich mal rüber auf die innere Linie, versucht da die Tür zuzumachen. Mal schauen, wie sich das jetzt ausgeht. Sebula hat noch leicht die Nase vorn gehabt beim Anbremsen. Dann aber doch Salek derjenige, der ein bisschen den Vorteil da auf seiner Seite gemerkt hat. Aber am Ende dieser Rechts-Links-Rechts-Kurvenkombination Sebula weiterhin vorne. Ja, aber dadurch kommen natürlich Klock, Manson und Koch jetzt weiter ran. Und gerade für Jano Koch ist es jetzt enorm wichtig, so schnell wie möglich an den Kontrahenten vorbeizuziehen, wenn er noch vorne eine größere Rolle spielen möchte. Da haben wir ihn im Bild. Das Auto mit der Nummer 1. Und davor geht jetzt, war das jetzt wirklich der Angriff von Josef Klock? Tatsache, hat er einfach mal ausgeschert und da schießt er einfach durch die Lücke vorbei an Tobias Salek, der damit anscheinend überhaupt nicht gerechnet hat und noch eine weitere Position jetzt hier verliert. Da geht ihm Harry Manson durch, also nicht nur, dass er unaufmerksam gerade eben gewesen ist, dass ja, Josef Klock mal eben so vorbeischießen konnte. Extrem schönes Überholmanöver. Einfach ausgeschert, in die Lücke reingeschossen. Und ja, den Moment der Unachtsamkeit extrem gut ausgenutzt. Also das hat er wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt muss sich Salek verteidigen gegen Jano Koch. Aber ich glaube nicht,
dass er daheim eine Chance hat. Ja, Jarno Koch, der geht da ohne Schwierigkeiten vorbei. Somit haben wir Jarno Koch jetzt auf der 6. Ja, aber er hat noch ein bisschen Weg vor sich. Und da vorne, und klar, davon profitieren die anderen natürlich jetzt. Da vorne das Duell Julian gegen Alexander Merz. So, jetzt ist Julian Merz erstmal vorne, Alexander Merz dahinter. Aber klar, wir kommen jetzt hier Richtung Camel Straight. Das heißt, Windschatten spielt hier wieder eine große Rolle. Und es sieht so aus, als wäre Alexander Merz deutlich besser aus der Urush rausgekommen. Ja, deutlich besser. Hat er viel, viel mehr Geschwindigkeit, glaube ich, auf dem Tacho. Schauen wir mal. Ja, der ist da 5, 6 km/h deutlich schneller also. Die Frage ist jetzt, machen sie so weiter? Nein, Alexander Merz, der reiht sich dahinter ein. Hat man auch ganz gut gesehen, dass er da etwas vom Gas runtergegangen ist. Schon vor dem Bremspunkt. Und da seinen Teamkollegen weiter vorne fahren lässt. So, vorbei. Jarno Koch an Harry Manson. Ja, ging natürlich super einfach auf der Geraden. Beim Anbremsen vorbeigezogen. Ja, so kann es natürlich gehen. So wünschst du dir das natürlich. Dass du da so ruckzuck vorbeikommst. Aber so geht es natürlich nicht immer. Ja, also Jarno Koch auf der 5 hat jetzt Josef Klock und Alexej Cebula, die beiden VSR-Piloten, vor der Brust. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell kommt er da ran? Wie schnell kann er vorbeigehen? Und schafft er es noch nach vorne Richtung Alexander und Julian Merz? Oder will er sich jetzt einfach nur noch die dritte Position sichern? Und damit, ja, erneut gute Punkte mitnehmen. Ist jetzt alles eine Frage der Taktik? Alles eine Frage der, ja, Rennintelligenz, sagen wir es einfach mal so. Also wir beobachten das Ganze natürlich und auch das Duell, was sich da vorne entwickelt zwischen Cebula und Klock. Aber da sieht man das ganz klar. Cebula winkt seinen Teamkollegen da erstmal durch. Auch an einer Stelle, wo man nicht allzu viel Zeit verliert. Somit Cebula jetzt auf der 4. Hat dennoch Zeit gekostet. Denn man sieht, ja, Jarno Koch, der ist richtig, richtig nah dran jetzt. Und das wird definitiv nach der Eau Rouge oben auf der Camel Straight eine Attacke geben. Ja, aber wir haben auch gesehen in diesem Rennen sowie auch in dem vorherigen Rennen, dass Cebula sich zu verteidigen weiß. Es dürfte natürlich jetzt unglaublich schwer werden, weil Jarno Koch, der ist direkt dran. Der ist da schon an der Heckstoßstange. Also da wahrscheinlich keine Chance mehr, sich zu verteidigen. Wenn Josef Klock jetzt seinem Teamkollegen da Windschatten spendiert, dann natürlich die Möglichkeit. Aber nein, tut er nicht. Also er lässt seinen Teamkollegen da wirklich macht seinem Teamkollegen klar, ja, du musst das ohne meine Hilfe schaffen. Was ist hier hinten los? Timo Merz, geht er vorbei an Nils Pfennig? Ja, das sieht gut aus. Aber weiterhin hinkt er den anderen beiden hinterher. Nils Pfennig versucht natürlich da nochmal zu kontern, aber das reicht erstmal nicht. Muss ich also erstmal mit Rang 11 zufrieden geben. Was ist hier vorne los? Jarno Koch, der setzt jetzt anscheinend zur Attacke an. Hier in dieser langen, langen Links. Und das geht auch, wenn man sich da genug Platz schenkt. Ja, und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein unfaires Überholmanöver gewesen ist. Also da war Jarno Koch wirklich schon daneben. Und du kannst dort überholen an dieser Stelle. Also habe ich selber auch schon gemacht mit einem GT3-Fahrzeug. Also das ist wirklich möglich. Die Berührung zwischen den beiden und Cebula kommt ja ab von der Strecke. Fällt dadurch zurück auf die 6 hinter Harry Manson. Ja, Josef Klock aktuell auf der 3 unterwegs. Also mal schauen, wie lange er es schafft, Jarno Koch hinter sich zu halten. Was ist hinten los?
Ich glaube nicht ganz so viel, außer ja, das Duell Pfennig gegen Merz. Wobei es so aussieht, als könnte sich Timo Merz da peu à peu absetzen und die Lücke etwas vergrößern. Das müssen wir natürlich im Auge behalten. Ja, hinten leider das Feld sehr weit auseinandergezerrt. Aber ah, so ist das eben, gerade auf der Strecke. Klar, da spürst du es relativ schnell. Schauen wir mal, was hier um Platz 8 vor sich geht. Ja, da geht nicht viel, denn Tobias Salik, der verbremst sich schon. Wurde auch plötzlich deutlich langsamer nach seinem Verbremser und dadurch geht Scott Manson vorbei. Ja, einfacher kannst du es natürlich nicht machen. Oder eher gesagt, kann man es dem Gegner natürlich nicht machen. Aber so soll es sein, ja. Das kann durchaus vorkommen. Da machst du natürlich nicht mehr viel, wenn du dich da verbremst und dann da eine solche Lücke entsteht. Das wird dann natürlich knallhart ausgenutzt. Dahinter haben wir Kriegsheim auf der 9. Und Timo Merz, der sich da jetzt auf der 10 tatsächlich festigen konnte. Also da eine Lücke rausgefahren zu Nils Pfennig. Hat jetzt fast anderthalb Sekunden Vorsprung. Also hat sich diese 10. Position jetzt auch mehr oder weniger gesichert. Was macht Jano Koch? Ja, der ist immer noch auf der Jagd. Der versucht jetzt Josef Klock aufzuholen. Und ja, versucht ihr natürlich dementsprechend gleich dann zu attackieren und eventuell auch zu überholen. Wenn er jetzt schon deutlich besser aus der Rouge oben rauskommt, dann könnte es schon reichen mit Windschatten. So jetzt erstmal nicht. Also die Lücke ist jetzt auf eine Sekunde geschrumpft. Aber das ist noch zu weit weg für ja, den Windschatten. Vorne weiterhin Julian und Alexander Merz. Die ja gerade Alexander Merz auf der 2 und Julian Merz auf der 3 gelandet im ersten Rennen. Waren aber beide dennoch zufrieden. Ja, die haben auch beide gesagt, keine Chance da vorne Jano Koch aufzuholen. Ja, aber sollte Jano Koch es tatsächlich schaffen, auf die beiden da vorne aufzuschließen, dann wird es sicherlich diesmal ein spannendes Duell geben. Aber erstmal muss er überhaupt rankommen. Ich meine, klar, zuerst hat er Josef Klock vor sich und dann muss er erstmal eine Lücke zufahren. Um dann überhaupt eine Chance zu haben, da Alexander und Julian Merz unter Druck zu setzen. Ja, man sieht das aber sehr gut. Also hier im letzten Streckenabschnitt Jano Koch ziemlich schnell unterwegs. Schon deutlich schneller als Josef Klock. Aber ja. Du musst auch wirklich erstmal rankommen und dann auch noch vorbeigehen. Das gleiche gilt für Kriegsheim, der hier dran ist an Salik. Also er setzt Salik da schon
ziemlich unter Druck. Kommt da auch Stück für Stück immer weiter ran. Aber wie gesagt, das Überholen, das ist dann das Wichtige. Da musst du erstmal vorbeikommen. Aber wir haben auch noch gute 17 Minuten auf der Uhr. Vorne der Abstand, Klock und Koch, ja, der ist relativ konstant, also da tut sich gerade recht wenig. Und wenn ich das richtig sehe, muss Kriegsheim auch so langsam, aber sicher in den Rückspiegel schauen, denn Timo Merz, der kommt immer näher, ist jetzt nur noch eine Sekunde hinter ihm. Das heißt, zwischen den beiden könnte es gleich nochmal eng werden. Auch vorne das Duell Klock und Koch definitiv im Auge behalten. Das kann gleich relativ schnell in einen Zweikampf ausarten. Und schaut euch das an. Also Timo Merz, der ist jetzt richtig nah dran. Dann haben wir hier vielleicht gleich sogar einen Dreikampf. So, Kriegsheim kommt jetzt hier deutlich besser aus dieser Linkskurve raus als Tobias Salik. Eventuell versucht er jetzt hier anzugreifen. Nein, er bleibt noch dahinter. Steckt nochmal zurück. Beide verpassen hier die Kurve. Salik muss aufpassen beim Zurückkehren auf die Strecke. Verliert dadurch die Position an Kriegsheim und an Merz. Also da werden wir erstmal kein Duell sehen. Aber das Duell zwischen Kriegsheim und Merz, das ist jetzt hier definitiv ein Thema. Ah, Timo Merz kommt jetzt doch so langsam, aber sicher in einen Rhythmus rein. Boah, der wird da schon richtig wild im Rückspiegel von Kriegsheim. Also da wird schon ein bisschen hin und her gefahren. Doch hier zu überholen ist natürlich immer wieder riskant. Kriegsheim nimmt da sogar innen den Curb mit. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht nach der Schikane. Kriegsheim spät auf der Bremse, macht sich aber sehr, sehr breit, macht das sehr, sehr clever. Gibt Merz da keine Angriffsfläche, keine Lücke, wo er reinschießen kann, nichts. Also das hat er wirklich sehr gut gelöst. Somit Timo Merz weiterhin auf der 9. Ah, der ist wirklich nah dran. Also Kriegsheim muss jetzt definitiv aufpassen, Gas geben. Aber jetzt ist er natürlich chancenlos. Hier auf der langen Camel Straight. Windschatten für Timo Merz, für ja, Salik eventuell auch noch. Und jetzt, was ist das? Das ist eigentlich nicht erlaubt. Also das ist das mehrmalige Wechseln der Linie eigentlich, ja, im Driver Agreement einmaliges Spurwechseln erlaubt. Und das war schon eine starke Zickzackfahrt. Also das hat Timo Merz sicherlich nicht gerne gesehen. Dadurch konnte Kriegsheim sich erstmal verteidigen. Solche, ja, so ein ähnliches Verhalten hat man auch beim 24-Stunden-Rennen gesehen am Nürburgring. Das wurde auch stark kritisiert. Zu Recht, meiner Meinung nach. Aber gut. Das muss hinterher die Rennleitung bewerten, sofern es da zu einer Untersuchung kommt. Im Nachhinein natürlich. Also keine Live-Rennleitung. Ja, und Jano Koch, weiterhin keine Chance aufzuholen, beziehungsweise hat die Lücke nicht verkleinert. Wer allerdings die Lücke verkleinert hat, das ist Nils Pfennig. Also Tobias Salik fällt weiter zurück, beziehungsweise ist gerade ziemlich
in Bedrängnis, eventuell da irgendeine Unstimmigkeit bei dem Auto von Tobias Salik. Denn der ist ja wirklich von ganz vorne, erste Startreihe war es, glaube ich, ziemlich weit zurückgefallen jetzt auf die 10. Droht jetzt sogar noch aus der Top 10 rauszufallen, auf die 11. Position hinter Nils Pfennig. Vor ihm dann direkt ja, Timo Merz und Enrico Kriegsheim. Ja, Nils Pfennig, der macht ordentlich Druck. Ja, und nein, Jano, sein Auto ist nicht defekt, nicht kaputt. Nur er schafft es tatsächlich nicht, vorne ranzukommen. So, Nils Pfennig, was macht er jetzt? Der ist jetzt im Windschatten hier auf der langen Camel Straight. Kommt auch unglaublich gut aus der Urouge da oben raus. Und da auch direkt vor ihm wieder Kriegsheim wechselt erneut zweimal die Linie. Also das ist sicherlich grenzwertig. Also da hoffe ich auch, dass es da nicht noch zu einer Kollision kommt. Aufgrund des mehrmaligen ja, Wechselns der Linie. Und Timo Merz, der setzt jetzt in jeder Kurve so ziemlich Nadelstiche, versucht da wirklich irgendwie Enrico Kriegsheim aus dem ja, Rhythmus rauszubringen. Aber auch dahinter. Selbe Situation quasi. Ähnliches Verhalten und Salik knickt tatsächlich ein. Also Salik mit dem Fahrfehler, erneuter Fahrfehler. Aber wir müssen nach vorne springen. Was ist hier los? Josef Klock ist jetzt stark unter Bedrängnis. Jano Koch setzt sich sogar schon jetzt daneben. Wird er es jetzt hier versuchen in der Blanchiment? Oh, da gibt es die Berührung zwischen den beiden. Jetzt sehen wir natürlich nicht, ob die beiden weiterfahren. Ja, das sieht gut aus. Beide fahren noch weiter. Jano Koch versucht jetzt hier in der letzten Ecke reinzustechen. Da gibt es die Berührung zwischen den beiden. Der leichte Schubser und Jano Koch ist vorbei. Konnte sich gleich mal absetzen. Also Josef Klock jetzt zurückgefallen auf die 4. Position. Ja, und jetzt muss Jano Koch auf jeden Fall Gas geben. Was haben wir hier? Timo Merz gegen Kriegsheim. Weiterhin Kriegsheim verbremst sich. Fährt er raus in die Auslaufzone. Und dadurch kommt auch Nils Pfennig ran, der ebenfalls vorbeigeht, so wie das aussieht. Oder reicht das jetzt die Berührung zwischen Kriegsheim und Pfennig? Und Kriegsheim fliegt heftig ab und er tritt nicht auf die Bremse, aber Glück gehabt. Er ist zurückgerollt auf die Strecke und Glück, dass er Salik und Pfennig da nicht nochmal abräumt. Aber hier würde ich jetzt definitiv den Fehler bei Enrico Kriegsheim suchen. Es sah so aus. Also ich lege mich jetzt nicht definitiv fest. Das nehme ich nochmal zurück. Es sah erstmal so aus, als wäre das der Fehler von Kriegsheim gewesen. Dass er sich da quasi selber umgedreht hat am Auto von Pfennig. Aber das kann ich natürlich so nicht bewerten. Ja, aber auffällig ist, dass Kriegsheim Schwierigkeiten hat beim Anbremsen da für die letzte Kurve. Und ja, dazu sei gesagt, dass der Bremsweg bei diesen Fahrzeugen je nach Renndauer natürlich immer länger wird, weil die Bremstemperatur direkt mit simuliert wird. Das heißt, je länger das Rennen geht, desto länger ist tatsächlich der Bremsweg mit diesen Fahrzeugen. Also das heißt, auch da kann man ein bisschen managen. Gerade wenn du zu Beginn des Rennens vielleicht ja ein bisschen Lift and Coast betreibst und mit dem Feld so ein bisschen mitschwimmst, kannst du gegen Ende wirklich für eine Überraschung sorgen, indem du dann einfach ja, die Bremspunkte später setzt und dadurch nach vorne rutscht quasi. Also dass du dadurch halt ein bisschen mehr Zeit gewinnen kannst, dir einen Vorteil verschaffen kannst. Und ich glaube, das Problem sehe ich auch bei Tobias Salik. Also der hat auch Schwierigkeiten, was die Scheitelpunkte angeht, was die Ideallinie angeht. Und das könnte tatsächlich auch daran liegen, dass er das mit der
mit der Bremskraft, mit dem Bremsverschleiß sozusagen, ein bisschen unterschätzt. Es ist wirklich eine Übungssache, aber man kann es wirklich gut managen. Ist auch ein interessantes Thema. So, ist Jano Koch hier tatsächlich zurückgefallen auf die 4? Nein, das ist also ein Anzeigefehler. Jano Koch weiterhin auf der 3 unterwegs. Josef Klock, ja, der fährt ja dahinter auf der 4. Jetzt ist es wieder korrekt. Ja, aber es sieht so aus, als hätte Jano Koch keine Chance mehr vorne an Julian oder ja, erstmal an Alexander Merz ranzukommen. Also da bin ich auf jeden Fall verwundert. Wobei, andererseits denke ich mir auch, dass Jano Koch da nichts riskieren wollte, weil er ganz genau wusste, okay, entweder komme ich halt schnell nach vorne, dann habe ich Möglichkeiten auf den Rennsieg, aber ja, wenn ich einfach konstant fahre, ein bisschen mitschwimme und zusehe, dass ich nach vorne komme, dass ich einfach sichere Punkte dann mitnehme. Weil er hat jetzt 3 Rennsiege. Plus mit dem Rennen wäre das dann nochmal Podium, also Platz 4. Das heißt, er hat eigentlich, oder er ist nicht in der Situation, dass er da was riskieren muss und die Rennen unbedingt gewinnen muss. Vor allem sind wir ja auch noch sehr früh hier in dieser Meisterschaft. Das ist erst das zweite Rennen und der 4. Lauf. Also da auch kein Zwang, irgendwie großartig was zu riskieren. Das sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Also er fährt sehr, sehr schnell die Rundenzeiten. 28,8 war die letzte, 28,6 bei Alexander Merz. Also von den Rundenzeiten her sind die schon auf Augenhöhe, aber Jano Koch fährt jetzt gerade nicht so, dass er irgendwie deutlich versucht, da zu pushen und das Letzte aus dem Auto rauszuquetschen. Der fährt gerade eher auf Sicherheit, auf die Punkte, auf das Podest. Man sieht das ja am Abstand, also der ist relativ groß und da muss man sicherlich auch nichts riskieren. Gucken wir mal weiter hinten in das Feld. Tobias Salik, Enrico Kriegsheim auf der 11. Ralf Plattner auf der 13 unterwegs. Alexei Cebula zurückgefallen bis auf die 6. Ja, da gab es dieses Überholmanöver zwischen, oder das Duell zwischen ihm, also zwischen Cebula und Jano Koch in dieser schnellen Linkskurve, in dieser Bergab-Linkskurve. Und da sind die beiden sich so ein bisschen in die Quere gekommen, wobei ich da nicht sagen würde, dass Jano Koch da irgendwie eine große Schuld hat in dem Sinne, sondern ja, er war wirklich neben Cebula, er hat es versucht, da vorbeizugehen. Er war, man kann wirklich sagen, auf selber Höhe. So würde ich das jetzt bezeichnen. Und klar, dann hast du natürlich das Recht, da eine Attacke zu setzen. Und dann gab es die Berührung, Berührung zwischen den beiden. Ja, Cebula ist in die Auslaufzone gefahren und hat dadurch tatsächlich 2, 3 Positionen verloren. Und Jano Koch, ja, der konnte weiterfahren. Hier in dieser Kurve war das, diese Szene. Und ja, beide mussten so ein bisschen in die Auslaufzone fahren, wobei ja, Cebula hat es da deutlich schlechter erwischt. Sagen wir es einfach mal so. Aber das ist Motorsport, das kann passieren. So, was haben wir hier? Scott Manson. Ja, der ist 2 Sekunden weg von Cebula, über den wir gerade eben gesprochen haben. Und die Situation zwischen ihm und Jano Koch. Mal schauen, vielleicht entwickelt sich hier zwischen den beiden noch was. 3 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Das heißt, natürlich noch abhängig, wie weit wir fahren. Ja, es dürfte noch noch 3 Runden in etwa müsste es noch geben. Weil wir fahren hier ungefähr 28er Rundenzeiten. Er ist gerade bei der Linie gefahren. Das ist jetzt noch diese und die nächste und dann müssten wir durch sein. 2, 3 Runden wird es hier noch geben.
Also noch ein bisschen Zeit.